Willkommen im Erfolgsgedanken-Podcast. Wenn du das Verlangen nach einem außergewöhnlichen Leben hast, das nicht nur durchschnittlich ist, sondern dich wirklich glücklich macht, das gleichzeitig herausfordernd, freudig und interessant ist, du bist am richtigen Ort. Um das zu erschaffen, benötigst du ein gutes Mindset, wirkungsvolle Strategien und beständigen Wachstum in jedem Lebensbereich. Das ist, was der Erfolgsgedanken-Podcast für dich machen kann, weil Erfolg ist eine Entscheidung. Jetzt, hier sind Chris und Max. Da sind wir wieder, zweite Folge Erfolgsgedanken. Erfolg ist eine Entscheidung. Heute reden wir über Paradigmen. Was sind Paradigmen? Paradigmen sind ein faszinierendes Thema, mit dem ich mich jetzt seit ungefähr 10 Jahren beschäftige. Vor 10 Jahren ging das los. Und was ich immer wissen wollte, was ich mich seit 10 Jahren frage, ist, was ist die Ursache von Ergebnissen? Warum sind manche Menschen massiv erfolgreich, die aus dem von nichts kommen, die in schlimmsten Umständen groß geworden sind? Und manche, die richtig gute Voraussetzungen haben, schaffen es nicht. Oder auch zwischendrin. Es ist scheinbar, kam mir das so vor, als ob da eine Art von Willkür ist oder von Zufall oder von Glück. Und ich habe mich immer gefragt, was ist die Ursache von Ergebnissen? Und dann endlich habe ich es rausgefunden. Paradigmen. Paradigmen sind eine unterbewusste, ein Programm in deinem Unterbewusstsein, was in einem Automatikmuster abläuft. Und das wollen wir uns in dieser Folge angucken. Erstens, was es ist, wo das ist, weißt du schon, wie du es verändern kannst, wie du es so optimieren kannst, dass du genau die Ergebnisse erschaffst, die du haben möchtest. Richtig, ganz genau. Bei Paradigmen denke ich immer an das, was Bob irgendwann mal gesagt hat. Im 3% Club war das. Das war 98% all unserer Verhaltensweisen und all unserer Handlungen ist ja habitual, also einfach eine Gewohnheit. Und ja, das Paradigma ist in Kontrolle von sämtlichen Gewohnheiten, die du hast. Das ist enorm und fast all unser Verhalten ist gewohnt. Wie du morgen aufstehst, wie du die Zähne putzt, wie du zur Arbeit gehst, wie viel Geld du verdienst, welche Beziehungsqualität du hast und so weiter und so fort. Das ist, und ein sehr schönes Bild dafür ist, dass Henry Kissinger hat gesagt, dass das Umfeld wichtiger ist als die Herkunft. Es ist, wenn wir ganz, ganz zurückgehen, wie du entstanden bist. Es war ein kleines Partikel Energie von deinem Papa, ein kleines Energiepartikel von deiner Mama und flupp sind die zusammengekommen und in dieser Energie, in diesen zwei Partikeln ist so viel potenzierte Information drin, so viel potenzierte Energie, dass daraus hin ein Baby und dann ein Mensch wächst. Und das nennt man genetische Programmierung, die Genetik, wo gewisse Informationen drin sind. Und um da eine kurze Nebenbemerkung zu machen, seit über 10 Jahren gibt es Stammzellenforscher, zum Beispiel den Bruce Lipton, der hat herausgefunden, dass wir über unsere Gedanken sogar unsere DNA neu programmieren können. Aber das nur nebenbei. Weil, worum geht's? Ein Baby kommt auf die Welt, ein brandneues Baby in Deutschland, eins in China. Und wenn wir jetzt dieses chinesische Baby aus China nach Deutschland bringen würden, das deutsche Baby nach China, dann würde das deutsche Kind in China aufwachsen, würde fließend Chinesisch sprechen, hätte vielleicht einen buddhistischen Glauben, wüsste all die kulturellen Eigenheiten von der Kultur in China. Das chinesische Kind in Deutschland würde fließend Deutsch sprechen, hätte vielleicht einen christlichen Glauben, wüsste all die kulturellen Eigenheiten in Deutschland. Ein Kind, was in Istanbul in der Türkei geboren wird, würde fließend Türkisch sprechen, hätte vielleicht einen muslimischen Glauben, wüsste all die kulturellen Eigenheiten von der Türkei. Und dann, um das nicht zu vergessen, dann bringen wir das deutsche Kind wieder nach Deutschland, das chinesische Kind wieder nach China. Und dann würde das deutsche Kind in Deutschland sein, hätte keine Ahnung von der deutschen Sprache, hätte keine Ahnung von den kulturellen Eigenheiten und so weiter. Und das ist enorm. Das ist enorm, weil das bedeutet, dass Sprache, wie lernen wir? Wir lernen entweder durch Wiederholung oder durch einen emotionalen Einschlag. Die Sprache haben wir durch Wiederholung gelernt. Ich habe eine kleine Tochter, die wird jetzt 2,5. Und die hat die Sprache, ich habe ihr hunderte Male, tausende Male hat sie die Worte gehört in der deutschen Sprache. Jetzt so langsam hat sie Verknüpfungen in ihrem Unterbewusstsein erstellt oder mittlerweile schon ganz schön gute und kann richtig gut sprechen. Das heißt, du hast auch, und was ist Sprache? Es ist eine Idee, die in deinem Unterbewusstsein verankert ist.
Was ist das Einkommen, was du hast? Es ist eine Idee, die in deinem Unterbewusstsein verankert ist. Das sogenannte Paradigma ist die Ansammlung an Gewohnheiten, das Glaubenssystem und das Selbstbild. Es ist das, was du denkst, was Realität ist, was du glaubst, was du erreichen kannst und was du denkst, was du verdienen kannst. Also im Grunde genommen der momentane Bewusstseinsstand und dein Glaubenssystem. Ja. Das ist enorm. Ja, das... Das ist enorm. Das Schöne, was ich dabei immer noch finde, sind die 4 Stufen, wie man lernt, generell bei allem. Erstmal, wenn man sich mit irgendwas Neuem beschäftigt, dann ist man ja... Man realisiert, dass man es nicht kann. Wie beispielsweise, wenn man sich das erste Mal die Schuhe zubinden soll. Man ist bewusst inkompetent. Erstmal ist man unterbewusst inkompetent. Man weiß nicht, dass man es nicht weiß. Dann wird man bewusst inkompetent. Man weiß, dass man es nicht weiß. Dann wiederholt man es immer wieder und versucht es und ja, fällt auf die Fresse, wenn man es mal so ausdrückt. Und wird immer besser da drin. Und ist in dem Sinne bewusst kompetent. Man kriegt die Schuhe inzwischen zu, aber man muss immer noch über die einzelnen Schritte nachdenken. Und irgendwann ist man einfach unterbewusst kompetent. Es läuft dann von allein. Wir müssen nicht mehr drüber nachdenken. Und ja, das Ganze kann dann so weit gehen, dass es irgendwann zur Gewohnheit wird. Wir stehen auf und wir haben immer die gleiche Routine, immer den gleichen Ablauf. Der Weg zur Arbeit, während wir im Auto sitzen. Meistens kommen wir an, oder ich habe das zumindest früher mal gemerkt, ich komme an und habe eigentlich 90% des Weges nicht richtig mitgekriegt, weil ich ihn jeden Tag fahre, immer zur gleichen Zeit und immer dann einfach da bin. Ja, ist wie eine Kopiermaschine. Wir denken so um die 60.000 Gedanken pro Tag. Kommt ein bisschen drauf an, welche Studie man sich anguckt, aber um die 60.000 pro Tag. Und über 80% oder 90% der Gedanken sind dieselben Gedanken oder eine ähnliche Qualität wie die des Vortages. Es ist, als ob du einen riesen Kopierer hast und vom Vortag wird das ganze Zeug in den nächsten Tag reinkopiert. Wenn du dir keine Gedanken darüber machst, welche Ergebnisse du möchtest, und alles beginnt mit dem, was du möchtest. Es geht wenig darum, das zu wissen, sondern es geht darum, das Leben zu leben, das du wirklich leben möchtest. Die Beziehungsqualität zu haben, die du wirklich haben möchtest. Das Geld zu verdienen, was du wirklich verdienen möchtest. Die Gesundheit zu haben, die du wirklich haben möchtest. Die Freiheiten zu haben, die Möglichkeiten zu haben, die du gerne möchtest. Und wie Einstein schon wusste, die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder dieselben Dinge zu tun und ein anderes Ergebnis zu erhoffen. Ja. Ich vermute, dass das bei dir anders ist, weil du hier diesen Podcast anhörst. Du möchtest was verändern, sonst wärst du nicht hier. Du möchtest irgendwo bessere Ergebnisse haben. Dafür, dass du bessere Ergebnisse bekommst, darfst du dein Paradigma verändern. Sei es, du machst es bewusst, sei es, du machst es unterbewusst. Alle erfolgreichen Menschen haben das gemacht, bewusst oder unterbewusst. Und wir können uns genau angucken, dass ein Hartz-IV-Empfänger hat andere Gewohnheiten, andere Glaubenssätze, ein anderes Selbstbild als jemand, was 100.000 Euro im Monat verdient. Ein Hartz-IV-Empfänger hat vielleicht die Gewohnheiten, Chips essen, auf der Couch sitzen, ProSieben gucken. Glaubenssätze, alle reichen Menschen sind schlecht, ich habe keinen Bock arbeiten zu gehen, die Gesellschaft ist so unfair, der Staat ist so unfair und hat ein Selbstbild, untere gesellschaftliche Schicht. Und jemand, was 100.000 im Monat verdient, hat andere Gewohnheiten. Arbeitet mit Menschen zusammen. Hat positive Glaubenssätze in Bezug auf, hoffentlich, welche Wirkung möchtest du in der Welt hinterlassen? Wie kannst du das Leben von anderen Menschen besser machen? Weil wir arbeiten, um Spaß zu haben, und wir liefern Service, um Geld zu verdienen. Das ist, wie alles Geld der Welt verdient wird. Und das ist wichtig, welches Selbstbild, welche Gewohnheiten, welche Glaubenssätze du hast, bestimmt zu größten Teilen, zu über 90%, welche Ergebnisse du hast. Das heißt, wir können uns nur die Ergebnisse angucken und dann bekommen wir schon eine Idee, welche Paradigmen in dir laufen. Und dann können wir dir zeigen, wie du das optimieren kannst. Ja, richtig. Ich finde, ein wunderschönes Beispiel für Paradigmen oder generell die Programmierung ist immer ein Baby. Du hast ja auch in der letzten Folge schon gesagt, du musst an deine Fähigkeit glauben, es herauszufinden. Und ein Baby ist dafür... Ja, das beste Beispiel. Das Baby denkt nicht drüber nach. Das Baby guckt sich etwas an und sagt, okay, das lerne ich jetzt. Und es versucht es immer wieder, immer wieder, immer wieder. Die kleine Tochter von meinem Bruder versucht immer wieder von der Couch runter zu klettern. Die ist jetzt ein bisschen über ein Jahr alt. Inzwischen kann sie es. Davor hat sie sich, ist sie irgendwie, wenn man nicht aufgepasst hat, 5-mal runtergefallen gefühlt. Und das Gleiche sieht man ja auch, wenn ein Kind versucht aufzustehen. Es fällt hin, es steht wieder auf, es fällt hin, es steht wieder auf und immer wieder Wiederholung, Wiederholung. Und irgendwann ist es selbstverständlich. Und dann versucht es Fahrrad zu fahren. Und fällt auch damit immer wieder hin. Und versucht wieder und wieder und wieder und kann es irgendwann. Und je älter wir werden, desto mehr
habe ich das Gefühl, stellt sich bei uns ein, dass wir alles für selbstverständlich nehmen. Wir sagen halt, wir sind halt so. Und dementsprechend versuchen wir es nicht mehr und glauben nicht mehr daran, dass wir es irgendwie lernen können und herausfinden können. Und da finde ich, können wir uns sehr, sehr gut am Baby inspirieren lassen oder generell an kleinen Kindern. Ja, du kannst alles erschaffen, was du wirklich möchtest. Ich kann ja aber nicht alles machen, sagen mir dann ab und zu Leute. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass ich kein Olympiasprinter werde. Und wenn ich mich ehrlich selbst frage, dann habe ich auch überhaupt keinen Bock darauf. Das ist auch der Grund, warum das nicht werden wird. Genau. Und das heißt, du darfst gucken, was ist in Harmonie mit dir, weil viele Menschen sind dissoziiert, die sind entfernt von dem, wer sie tatsächlich sind. Jeder Mensch hat einzigartige, besondere Fähigkeiten. Jeder Mensch, ich glaube, jeder Mensch hat eine Bestimmung. Oder jeder Mensch hat zumindest Dinge, die einem gut liegen. Und je mehr Bob sagt in der sechsten Lesson von Thinking and the Results, wo es über Selbstbild geht, dass jeder Mensch trägt in sich ein inneres Bild der Perfektion. Und je näher wir uns diesem inneren Bild der Perfektion annähern, desto besser wird unser Leben. Das heißt, du kannst in dich reingucken, fühlen, wie ist denn dein inneres Bild der Perfektion? Je mehr du dich dem annäherst, desto mehr Geld verdienst du, desto glücklicher bist du, desto gesünder bist du und so weiter und so fort. Das ist faszinierend. Das ist faszinierend. Und ich habe das realisiert, damals, wo ich Krebs hatte, wo ich über 21 cm Tumormasse im Körper hatte, da habe ich realisiert, dass ich mich immer weiter entfernt habe von diesem inneren Bild der Perfektion. In dem Moment, wo ich das verändert habe, andere Gedanken gedacht habe, ein neues Paradigma erschaffen habe, nämlich eins von, ich war immer gesund. Und dann plötzlich hat sich was verändert, weil ich was anders gemacht habe. Ich hatte andere Gewohnheiten, andere Glaubenssätze, anderes Selbstbild. Und dann habe ich gemerkt, oh shit, ich erschaffe mir ja selbst Krankheit. Und dann habe ich ein neues Paradigma erschaffen, eine neue Idee ins Unterbewusstsein reingegeben, nämlich die von Gesundheit. Andere Gewohnheiten, andere Glaubenssätze, anderes Selbstbild. Jetzt bin ich wieder gesund. Und da bin ich sehr dankbar für. Und dadurch habe ich gelernt, ich bin enorm dankbar für diese Erfahrung, weil ich dadurch gelernt habe, in der Dimension, was Gesundheit eigentlich bedeutet, dass der Körper ein Instrument des Geistes ist. Und dass manchmal die Medizin notwendig ist, um eine Hilfestellung zu sein. Und es ist niemals die Ursache. Wenn du nicht die Ursache von den Dingen verstehst, und verstehen heißt, dass du es weißt, dass du es anwendest und dass du die Ergebnisse hast. Bob sagt es immer, dass wie gut er etwas versteht, sieht er daran, wie die Ergebnisse sind. Wenn du neue, andere, bessere Ergebnisse möchtest, dann darfst du als erstes anfangen zu denken, was du möchtest oder was du eben nicht möchtest. Und dann kannst du dir angucken, okay, welche Gewohnheiten, welche Glaubenssätze, welches Selbstbild hast du momentan? Welches brauchst du, um das zu erleben, was du erleben möchtest? Definitiv. Ja, was Nick mir letztens erzählt hat, mein Bruder, einer in unserer Familie hatte oder hat, ja, hatte Krebs. Und der kam tatsächlich, nachdem seine Frau gestorben ist. Seine Frau hat ebenfalls Krebs bekommen, ist dann innerhalb kürzester Zeit gestorben und für ihn war das halt ein so wichtiger Lebensaspekt, es gehörte zu 100% dazu. Ohne seine Frau ist sein Leben nicht mehr lebenswert. Und innerhalb von 2 Wochen ist er komplett in sich zusammengefallen, hat in dem Sinne aufgegeben, hat dann ebenfalls Krebs bekommen, wo die Ärzte eigentlich zu dem Krebs meinten, der ist normalerweise nicht so schlimm, der ist gut heilbar und der verbreitet sich eigentlich nicht so schnell. Und innerhalb von 2 Wochen hatte er Metastasen im ganzen Körper und ist dann gestorben, weil es für ihn einfach auch eine Art Erleichterung war, in dem Sinne. Das war das Bessere für ihn, jedenfalls in seiner Welt, in seinem Gedanken. Und Und das ist die Magie der Einstellung. Wir können Gedanken denken. Wir haben immer, wenn etwas passiert, wenn ein Event passiert, dann ist immer ein Raum. There is a space. Da ist ein Raum und in diesem Raum können wir entscheiden, ob wir reagieren in einem Automatikprogramm oder ob wir darauf antworten. Und dann können wir uns fragen, okay, was möchte ich denn erschaffen? Und
Die Einstellung ist so enorm wichtig. Deine Gedanken, die können so negativ und limitierend sein, bis du selbst darüber nachdenkst, dir das eigene Leben zu nehmen. Auf der anderen Seite können die Gedanken dich aufbauen und so, dass du dein Potenzial entfaltest, dass du den Himmel auf Erden erlebst. Du kannst dir beides erschaffen. Deine Gedanken erschaffen die Realität. Alle großen Führungspersönlichkeiten, alle Menschen auf der Welt, die was Großes von Bedeutung erschaffen haben, die haben viele unterschiedliche Meinungen in vielen unterschiedlichen Dingen, aber die stimmen alle überein in einem. Du wirst, worüber du nachdenkst. Wenn du viel Sorge und Zweifel auf bewusster Ebene hast, wenn du Angst auf unterbewusster Ebene hast und so weiter und so fort, dann führt das in Zerfall, in Krankheit, Disease. Das ist so schön im Englischen, Disease. Disease heißt Erkrankung. Und Bob stellt dieses Wort immer heraus, Disease. Das ist ein Körper, der ist nicht at ease. Das heißt, Disease heißt nicht im Wohlgefühl. Ein gesunder Körper ist im Wohlgefühl. Und das ist genau das, was ich realisiert habe, womit ich das Ganze geheilt habe. Dass ich realisiert habe, oha, ich war für lange Zeit nicht im Wohlgefühl. Und dann habe ich angefangen, als erstes durfte ich mich selbst auf einer viel tieferen Ebene verstehen. Ich durfte realisieren, aha, und wie passiert das? Durch Studium und durch Verständnis kommen positive Gedanken. Diese positiven Gedanken führen in den Glauben da rein, dass etwas Besseres passieren kann, weil du erstens die Wirkungsweise deines Geistes und zweitens die Gesetze der Natur verstehst und anwendest und lebst. Und das führt in eine positive Wirkungskette, was im Endeffekt zum Erschaffen und zur Kreation führt. Und das ist mega wichtig, weil vorher ist Wohlbefinden, dann kommt Wohlgefühl, dann nehmen wir Geschwindigkeit auf, wenn wir uns gut fühlen. Gute Gefühle werden ausgedrückt. Das hebt das Ganze an und das ist ein erschaffender, ein kreativer Zustand. Das ist enorm wichtig wahrzunehmen, welche Paradigmen laufen in deinem Unterbewusstsein ab, welche Ideen sind in deinem Unterbewusstsein abgespeichert, sind das, und du siehst es an den Ergebnissen. Ergebnisse sprechen immer die Wahrheit dessen, was in jemandem vor sich geht. Wenn du andere, neue, bessere Ergebnisse haben möchtest, darfst du als erstes gucken, wie die momentanen sind. Und dann wahrnehmen, dass die momentanen Ergebnisse nur eine Reflexion dessen sind, was du in der Vergangenheit gemacht hast. Das Zeugnis eines Kindes sagt sehr wenig über das Kind aus. Das Einzige, was ein Schulzeugnis aussagt, ist wohl das Bewusstsein eines Kindes für eine kurze Zeit in der Vergangenheit war. Und wie gut ein Kind sich bewusst an Dinge erinnern kann und diese in der Sprache des Lehrers wiedergeben kann. Der Kontoauszug, den du momentan hast, ist nur eine Reflexion der Vergangenheit. Ja. Die Beziehungsqualität, die du momentan erlebst, ist nur eine Reflexion der Vergangenheit. Das hat nichts mit der Zukunft zu tun, nichts. Und vor allem hat es nichts mit deinem Potenzial zu tun. Du hast unbegrenztes Potenzial. Unbegrenztes Potenzial, du kannst erschaffen, was du möchtest. Dafür darfst du erstens die Wirkungsweise deines Geistes, zweitens die Gesetze der Natur, die Gesetze des Universums verstehen. Wirkungsweise des Geistes haben wir uns in der ersten Folge was angeguckt, jetzt in der zweiten Folge gucken wir das uns ein bisschen detaillierter an, in dem Unterbewusstsein, weil das Unterbewusstsein zu 96 bis 98% für all deine Ergebnisse, Wahrnehmungen, Verhaltensweisen verantwortlich ist. Und dann in späteren Folgen gucken wir uns auch die Naturgesetze an, die Gesetze des Universums. Und das ist essentiell wichtig. Wenn du in Freiheit leben möchtest, wenn du eine hohe Lebensqualität möchtest, dann darfst du bestimmte Dinge lernen und verstehen und anwenden. Sonst wird's nicht passieren. Ja, das unfassbar Faszinierende. Du meintest ja gerade schon beispielsweise das mit dem Schulzeugnis. Das Schulzeugnis sagt nichts darüber aus, wie du jetzt gerade bist, sondern lediglich, wie du halt mal warst. Die Ergebnisse, die du halt bekommen hast, sagen nur was darüber aus, wie du dich in der Vergangenheit verhalten hast. Das Ja. ist ja auch wieder ein Part vom Selbstbild in dem Sinne. Das Paradigma, wenn man es ganz, ganz weit runterbricht und grob erklärt, ist es ja, setzt sich das Paradigma ja aus drei Sachen zusammen: die Gewohnheiten, die man hat, die Glaubenssätze, die man hat und das Selbstbild, was man hat. Alles auch nochmal Themen, die man so tief reingehen kann, die eigentlich alle einer eigenen Folge bedürfen. Ja, kommt auch. Kommt noch, kommt noch. Und genau, je mehr man halt an diesen drei Stellschrauben dreht, desto mehr verändert sich einfach alles. Ja, die Kleidung, die du momentan trägst, ist die Reflexion dessen, wer du in der Vergangenheit gedacht hast, wer du bist.
Aufgrund dessen hast du bestimmte Entscheidungen getroffen und dieses Selbstbild ist zu größten Teilen sehr wahrscheinlich das Selbstbild von anderen Leuten. Von Menschen, mit denen du umgeben warst, von deinen Eltern, Lehrern, was auch immer, Freunden und so weiter. Das Umfeld ist wichtiger als die Herkunft. Das ist das allein zu realisieren. Es ist, letztens hat ein Millionär zu mir gesagt, umgib dich mit 5 Millionären und du wirst der 6. sein. Das macht enorme Unterschiede aus für die Qualität, die wir leben. Das heißt nicht, dass wir andere Menschen verlassen sollen. Ich bin immer noch mit Leuten, die ich vor 10, 15, 20 Jahren kennengelernt habe, mit denen ich als kleiner Junge unterwegs war. Mit denen bin ich immer noch im Kontakt. Und ich lasse aber nicht, wenn jemand sich dafür entscheidet, limitiert und in Schmerz oder in Leid zu leben, dann lasse ich mich dadurch nicht limitieren, weil es wird dadurch nicht besser, dass ich da mit drin bade in dem Müll. Das kann ich weglassen und dafür mich in guten Gefühlen baden, mich wohlfühlen, gesund sein, fröhlich sein, in einer hohen Energie sein, wohlhabend sein, weil dadurch, wer kein Geld hat, kann niemand anderem helfen damit. Sie kann nicht mal sich selbst helfen. Das heißt, wir dürfen als erstes uns selbst helfen. Wie helfen wir? Indem wir anderen Menschen helfen. Wir arbeiten, um Spaß zu haben. Wir verdienen Geld, indem wir Service liefern. Und das ist auf der ganzen Welt so. Jedes Business basiert da drauf. Jedes Business der Welt. Ja, es ist halt wieder eine Entscheidung. Wenn wir uns wirklich mal angucken, wie viele von unseren Gewohnheiten, Glaubenssätzen und Co. eigentlich von anderen Menschen kommen. Beispielsweise das, was wir essen, ist meistens das, was unsere Eltern uns damals schon gegeben haben. Oftmals verändert sich das erst über lange Zeit. Und wenn man sich darüber bewusst ist, dann kann man sich entscheiden, möchte ich da bleiben, wo ich bin? Möchte ich diese Sachen behalten oder möchte ich das ändern? Das, was einem dabei dann halt auch bewusst wird, es kommt unfassbar viel Verantwortung damit. Definitiv. Weil man selbst plötzlich dafür verantwortlich ist, dass man beispielsweise kein schönes Leben hat. Dass man sich halt Zweifeln und Angst und Co. hingibt. Und die Leute liefern sich oftmals lieber aus und sagen, sind halt die Umstände, es ist halt alles so böse und ich kann halt nicht anders. Und das stimmt ja auch zu einem gewissen Grad, bis sie realisieren, dass sie es verändern können. Und dass so viel von außen kommt und dass sie genauso... Und dass sie es selbst erschaffen haben. Genau. Bewusst oder unterbewusst. Richtig. Ja. Mhm. Ja, ist enorm wichtig und dieses Verantwortungsding, das ist was sehr Schönes. Das ist was so Besonderes, weil das gibt dir all die Freiheit, die du haben möchtest. Ja. Damit beginnt es hinzugucken. Am Anfang kann das ein bisschen wehtun. Bei mir war das zumindest so. Klar. Aber es wird immer besser und besser und besser. Und je besser es wird, desto besser wird's. Klar, du musst dir halt am Anfang eingestehen, okay, viele Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, über die ich mich heute noch beschwere, sind halt auch zu großem Teil einfach meine Schuld. Und das kann halt und am selbst, Anfang wehtun. Selbst wenn nicht, es ist so, wie es ist. Ja. Vergiss es. Genau. Vergeben. Und was willst du stattdessen? Weil es bringt sowieso nichts drüber nachzudenken. Es ist nur eine Erinnerung. Ja. Es ist und diese Erinnerung bekommt eine bestimmte Bewertung und emotionale Ladung. Ja. Aber dennoch ist es nur eine Erinnerung. Das ist irgendwas aus der Vergangenheit. Das hat nichts mit der Zukunft zu tun. Das hat nichts mit deinem Potenzial zu tun. Und das ist genau das, was wir hier in diesen Folgen machen wollen. Dass du dein Potenzial entfalten kannst, dass du aufblühen kannst. So, das waren gute 20 Minuten, gut gefüllt. Definitiv. Was haben wir gemacht? Ja, kleine Zusammenfassung. Kleine Zusammenfassung. Erstens, wir haben uns angeguckt, was ist ein Paradigma? Ein Paradigma ist eine Idee, die in deinem Unterbewusstsein fixiert ist. Das Paradigma ist die Ansammlung all unserer Erfahrungen, unsere Freunde, Familie, Bekannte, mit denen wir uns umgeben haben, die Ausbildung, das, wo wir aufgewachsen sind, was wir gelernt haben. Es ist das, was du glaubst, was Realität ist, was du denkst, was du erreichen kannst und was du glaubst, was du verdienen kannst. Also im Grunde genommen dein momentaner Bewusstseinsstand und dein Glaubenssystem. Wenn jemand in einer Beziehung lebt, wo nur Streit ist, ist das der momentane Bewusstseinsstand. Das Bewusstsein kann sich weiterentwickeln, so dass jemand in einer Beziehung lebt, wo Erfüllung ist, wo Glück ist, wo Liebe ist, wo Achtsamkeit ist, was auch immer du möchtest. Der momentane Kontostand ist der momentane Bewusstseinsstand. Hat nichts mit dem Potenzial zu tun. Das heißt, das Paradigma setzt sich aus drei Bausteinen zusammen. Erstens, Ansammlung an Gewohnheiten. Zweitens, Glaubenssätze. Drittens, Selbstbild.
Das ist das Paradigma. Und das ist zu über 90%, 96-98% von all unseren Ergebnissen, Wahrnehmungen und Verhaltensweisen sind unterbewusst. 2-4% sind bewusst. Das Paradigma ist im Unterbewusstsein und zu über 90% für deine Ergebnisse verantwortlich. Ändern tun wir es durch einen plötzlichen emotionalen Impact, wie zum Beispiel die Mutter, die aufhört zu rauchen, weil sie erfährt, dass sie schwanger ist. Oder eben durch Wiederholung und Wiederholung und Wiederholung. Vorher waren wir ein Mensch, der sich die Schuhe nicht anziehen konnte, der keine Ahnung hatte, wie er eine Schleife macht, und der sagte, das geht nicht. Wie soll ich das denn machen? Gar kein Verständnis für. Und inzwischen sind wir, die meisten von uns, Menschen, die genau das eben gelernt haben. Und wo es völlig selbstverständlich ist. Und das gehört inzwischen zu uns. A, B, C, D, E, F, G. Sowas Simples wie das ABC. Richtig. Konstante, eng aufeinanderfolgende Wiederholung. So haben wir schreiben gelernt, so haben wir Schuhe binden gelernt. So haben wir laufen all diese gelernt, Dinge. Fahrradfahren, sprechen. Ja. Das heißt, wie kannst du das für dich nutzen? Du kannst gucken, was sind die momentanen Ergebnisse, die du hast. In deiner Beziehung, auf deinem Konto, in deiner Gesundheit, in deiner Freiheit, you name it. Was sind die momentanen Ergebnisse? Dadurch hast du eine sehr gute Idee davon, was momentan in deinem Unterbewusstsein vor sich geht. Ja. Und dann kannst du dir überlegen, okay, was möchte ich denn für Ergebnisse? Und dann kannst du, und das passiert über einen Prozess. Jede Ausbildung auf der Welt geht 1,5 bis 3 Jahre. Bei uns geht's nur 1/2 Jahr, weil wir uns richtig gut in den Sachen auskennen, weil das auf über 125 Jahren Erfahrung der erfolgreichsten Menschen in der Welt basiert. Darauf basieren diese Dinge. Den Großteil dieser Sachen haben wir uns nicht ausgedacht. Wir sind gute Studenten. Wir nutzen das Zeug und wir lieben es, das weiterzugeben. Und das ist wichtig, weil wenn du weißt, was du möchtest, dann können wir dir zeigen, wie du es bekommst. Und dann ist es ein bisschen ein Prozess, es ist ein Entstehungsprozess, so wie wir die Sprache gelernt haben. Wir kommen als Baby nicht auf die Welt, können fließend eine Sprache sprechen, sondern es ist ein bisschen ein Prozess. Richtig. Cool, bis zum nächsten Mal. Perfekt, ich freue mich drauf. Ja, ich auch, Max. Sehr schön. Bis dann. Bis dann, ciao, ciao. Ciao, ciao. Du hast den Erfolgsgedanken-Podcast angehört. Wir wollen dich begleiten, sodass du aufblühst, dein Potenzial entfaltest und ein glückliches, gesundes und wohlhabendes Leben lebst, anstatt mit der Musik auf den Lippen zu sterben. Jetzt gehe auf cgpcoaching.de für ein Leben nach deinen Maßstäben. Danke fürs Hinhören und erinnere dich, Erfolg ist eine Entscheidung.